Jesus, you crazy mother. Herzlich willkommen. Heute möchte ich euch die für mich 5 wichtigsten GoPro-Halterungen für den Anfang zeigen. Und zwar fangen wir einmal an mit dem GoPro 3-Wege-Stativ. So sieht das Ganze aus. Man kann es zum einen als Selfie-Stick benutzen, beziehungsweise als Verlängerung der Kamera, des Kameraarms. Zum anderen kann man es auch als Stativ umbauen. Hierzu muss man einfach hier unten die Schraube öffnen, umgedreht wieder einsetzen, aufklappen und dann ist es ein Stativ. Das ist für mich eine der wichtigsten GoPro-Halterungen, daher war das auch meine allererste, weil sie ebenso vielseitig einsetzbar ist. Die liegt preislich bei ca. 65 Euro, ist aber durchaus gerechtfertigt, da es sehr stabil gebaut ist und qualitativ sehr hochwertig ist. Dann kommen wir schon zu Platz 2 meiner Liste. Und zwar ist das der GoPro Saugnapf. Ich habe hier den originalen. Es gibt auch viele Dritthersteller, die diese herstellen. Das sollte man sich einfach mal anschauen, welcher einem am besten gefällt. Halten tun sie im Endeffekt alle, wenn der Untergrund sauber, trocken und silikonfrei ist. Der Original GoPro Saugnapf liegt bei ca. 36 Euro. Auch hier würde ich sagen, das ist absolut gerechtfertigt. Er ist aus hochwertigem Kunststoff gemacht und hält wirklich bombenfest, wenn der Untergrund sauber, trocken und silikonfrei ist. Selbstverständlich sollte der Untergrund auch glatt sein. Wie jetzt hier auf diesem Tisch, mit Unebenheiten funktioniert es natürlich nicht. Dann kommen wir schon zu Platz 3. Und zwar der GoPro Rollbar Mount. Das ist nichts anderes als eine Rohrklemme mit Halterung für die GoPro. Hier empfehle ich den Rollbar Mount. Es gibt noch kleinere, aber den Rollbar Mount kann man im Endeffekt auch überall montieren, wo man den kleineren auch montieren könnte. Die Innenflächen sind hier mit Gummi ausgelegt, sodass man die Rohre nicht verkratzt, zum Beispiel beim Mountainbike oder ähnlichem. Dieser ist einstellbar von 3,5 cm bis 6,35 cm. Und damit kann man ihn im Endeffekt überall montieren, sei es auf dem Fahrradlenker, auf dem Fahrradrahmen, auf dem Balkongeländer, auf Stühlen. Das ist in meinen Augen der absolute Allrounder, wenn man die GoPro irgendwo befestigen möchte und irgendwo ein Geländer oder ähnliches zur Verfügung hat. Von diesen Rohrklemmen gibt es jetzt auch schon die neueren Versionen. Ich habe hier noch die alte. Im Endeffekt sind die einfach nur von der Verschraubung etwas anders gelöst. Der Rollbar Mount liegt bei ca. 20 Euro, je nach Anbieter. So, dann kommen wir schon zu Platz 4. Das ist für mich der GoPro Chest Mount. Das ist ein Brustgurt, bei dem die Kamera entweder auf dem Rücken oder vorne auf der Brust sitzt. Das ist für mich ein absoluter Allrounder, wenn man draußen unterwegs ist. Sei es beim Fahrradfahren, beim Motorradfahren, beim Wandern, beim Klettern, beim Bergsteigen. Bei allem Möglichen macht dieser Brustgurt wirklich Spaß. Der Blickwinkel der GoPro schaut wirklich cool aus und dadurch ist es wirklich eine meiner Lieblingshalterungen für die GoPro, wenn ich unterwegs bin. Der Chest Mount ist natürlich auch größenverstellbar, so kann man ihn an jede Körperstatur anpassen. Der Chest Mount liegt preislich bei ca. 35 Euro. Ist aber absolut gerechtfertigt. Man hat hier eine hochwertige Kunststoffplatte mit einer GoPro-Halterung drauf. Und auch die Gummi-Straps sind ordentlich vernäht und alles in ordentlicher Verarbeitung. So, und da sind wir auch schon auf der letzten Halterung auf meiner Liste angekommen. Und zwar geht es hier um die Helmet Mounts von GoPro oder für GoPro. Hier einmal die Helmet Front and Side Mount, original von GoPro. Ich habe sie hier auf meinen Helm seitlich angebracht. Das sind gewölbte Platten, die sich an die Rundungen des Helmes anpassen und man dann
die GoPro seitlich einfach hier reinsteckt und sie wirklich in einem schönen Winkel nach vorne filmt, beim Motorradfahren zum Beispiel. Diese Variante hier liegt bei ca. 35 Euro, da sind dann zwei Platten dabei und diese Ballhalterung, wo man den Winkel dann auch verstellen kann. Dann gibt es aber auch noch solche Varianten. Der hier ist jetzt von Bell, der war beim Helm mit dabei, wo man hier durch die Lüftungsschlitze mit einem Klettverschluss geht und die GoPro dann wirklich richtig fest auf dem Fahrradhelm oben drauf sitzt. Das Ganze gibt es aber auch noch original von GoPro. Das ist dann etwas universeller gemacht, wo man sich die Lüftungsschlitze seitlich einfach suchen muss und man mit dem Strap einfach durchgeht und das Ganze dann festzieht. Aber auch hier sitzt die GoPro wirklich fest oben drauf. Diese Halterung liegt bei ca. 15 Euro. Das variiert dann auch je nach Anbieter. Ist aber absolut gerechtfertigt. So, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat meine Liste gefallen und auch etwas geholfen. Und ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Bis bald!